Wie Sie mit Sicherheit aus eins der vorhergehenden Videos bestimmt schon wissen, verfügt WabiProfi 3 über ein digitales Kassenbuch, das es Ihnen ermöglicht, innerhalb von Sekunden ein Kassenbuch für einen Monat zu erstellen. So, also nicht analog schreiben, sondern Sie können hier wirklich Ihre Informationen eintragen. Direkte Eingaben, also das heißt direkte Transaktionen, sprich Verkäufe, bucht WabiProfi 3 selbst ein, aber alles andere, was Sie entnehmen, müssen Sie dem System mitteilen, denn das weiß WabiProfi 3 nicht. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Kasse. Ich mache jetzt mal einfach F12 für einen Zwischenbericht. Und wir sehen uns das Ganze jetzt hier mal an. Ausgaben, Löhne, Einzahlungen sind bereits in Videos schon abgehandelt worden. Wir sehen uns hier die Privatentnahmen an. Wann macht eine Privatentnahme Sinn? Und warum sollten Sie es unter Umständen über die Kasse machen? Und warum? Oder wir wollen jetzt einfach Fragen klären. Okay, damit WabiProfi 3 natürlich über einen Mitlaufbestand der Kasse, oder andersrum, WabiProfi 3 verfügt über einen Mitlaufbestand der Kasse. Dieser muss natürlich stimmen. Dazu sind Sie auch gesetzlich verpflichtet. So, damit dieser stimmen kann, müssen Sie, wie gerade vorhin schon erwähnt, Informationen natürlich eintragen. Und wir sagen ihm, oder wir haben ihm hier zum Beispiel gesagt, dass wir am 26.02. 11 Cent aus der Kasse heraus, also 10 Euro herausgenommen haben aus der Kasse, und am 25. haben wir 1 Cent herausgenommen. Für private Zwecke. Hier als kleine Randnotiz, wann macht es unter Umständen Sinn, Ihren Lohn, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Lohn, direkt in bar aus der Kasse herauszunehmen. Hier müssen wir ein kleines bisschen ins Steuerrecht gehen und eine Situation, eine theoretische Situation einfach mal erwähnen, die unter Umständen sein könnte. Wenn der Fall ist, dass zum Beispiel ein Konto überzogen ist, weil Sie gesagt haben, ich habe jetzt momentan viel Ware oder Sie haben viel Ware momentan eingekauft, dann kann es durchaus mal sein, dass das Konto überzogen ist. Wenn Sie an einem überzogenen Konto nun Gelder entnehmen für private Zwecke, aber zugleich die angefallten oder die anfallenden Zinsen für das Geschäftskonto absetzen wollen, funktioniert das nicht mehr. Denn sobald Sie hier privat drauf zugreifen, können anfallende Zinsen nicht mehr so einfach abgesetzt werden. Das können Sie mit Ihrem Steuerberater reden, aber dürfen Sie mir glauben, das stimmt. Diese Situation können Sie aus dem Weg gehen, wenn Sie sagen, ich nehme mir jetzt meinen Lohn, also wenn diese Privatentnahme der Lohn ist, was wahrscheinlich sein wird, oder Ihr eigener Lohn ist, dann tragen Sie das bei den Privatentnahmen ein. Und zwar, Sie nehmen direkt aus der Kasse jetzt 10 Euro für sich selber als Lohn. Somit wird Ihr Geschäftskonto nicht beeinträchtigt. Das heißt, die anfallenden Zinsen für das Geschäftskonto können nach wie vor voll steuerlich abgesetzt werden. Und wie gesagt, und Sie haben Ihren Lohn und können aber trotzdem die Zinsen absetzen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, hier tragen Sie einfach ein, wenn Sie sagen, ich will eine neue Entnahme tätigen. Hier wählen Sie die Kasse aus, das Datum aus und den Betrag aus. Dann klicken Sie auf Speichern. Ja, das will ich speichern. Wenn wir nun im Hintergrund die Privatentnahmen sehen, stehen die noch auf 10 Euro. Sobald wir hier das Formular verlassen, werden die Entnahmen oder die Summen der Entnahmen aktualisiert. Wir haben nun eine Privatentnahme von 15 Euro. Okay, also wunderbar. Das gleiche spiegelt sich jetzt im Kassenbuch natürlich wieder. Unter Auswertungen Kassenbuch sehen wir, dass wir hier eine Privatentnahme mit 5 Euro hatten und somit unser Kassenbestand von 506 um 5 Euro auf 501,99 reduziert hat. Also alles wunderbar. Bei den Buchungen, das machen wir jetzt auch gleich, Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen, da sehen Sie das, dass es für das dementsprechende Konto, sprich für unsere Kasse, wir nun eine Sollbuchung in Höhe von 5 Euro haben und genau das ist, was wir vorhin gezeigt haben. Das heißt, wir haben einen Kassenbestand von 501,99. Jetzt könnte ich sagen, ja, was ist aber, wenn ich meinen Lohn übers Geschäftskonto entnehme? Richtig, gibt es auch die Möglichkeit. Wenn Sie in der Kasse sind, haben Sie nur die Möglichkeit, das Absenderkonto, also sprich eine Kasse, auszuwählen. Machen wir nochmal schnell. Ich sage hier Privatentnahmen. Wenn ich jetzt sage Neu, dann habe ich nur die Möglichkeit, eine Kasse auszuwählen. Wenn Sie aber sagen, ja, ich habe es aber vom Geschäftskonto genommen, dann müssen Sie die Privatentnahmen an einer anderen Stelle aufrufen. Vielleicht an der Stelle Speichern eines Nullbetrages. Ne? Geht das?
Nee, sagt er, kann nicht sein, ich kann nicht 0 Euro speichern. Dann geben sie halt einfach 0,01 ein, sagen dann speichern, nein. Okay. So, dann machen wir jetzt die Privatentnahme von einem Konto. Das müssen Sie unter Anwendungen bankinterner Privatentnahmen tun. An dieser Stelle, wenn Sie jetzt auf Neu klicken, können Sie auch ein anderes Konto auswählen. Das heißt ein Geschäftskonto, ein Girokonto. Und hier können Sie sagen, ich habe vom Geschäftskonto jetzt 3,99 Euro als Lohn entnommen. Es macht halt einfach dann Sinn, wenn Sie sagen, ich will alles sauber, korrekt haben, auch reproduzierbar für sich selber, auch in der Zukunft. Denn Daten müssen ja laut digitale Aufbewahrungspflicht Minimum 10 Jahre vollständig, lückenlos und so weiter und so fort verfügbar sein. Das bedeutet, wenn Sie nach 5 Jahren irgendwas reproduzieren müssen oder ein Prüfer das wissen will, dann wird es schwierig. Wenn Sie alles in die Software eintragen, können Sie es leicht reproduzieren, können sagen, ja, das war so und so. So, das waren die Privatentnahmen. Ja, und dann bis zum nächsten Video.